Denzer, wieso schaust du so lange in dein Spiegelbild in der Wasserlake? Ich suche meine Schokoladenseite. Ich möchte beim Pirelli-Training am 15. Juli in Schlosshof richtig gut aussehen. Da wollen sicher viele Fans ein Selfie mit mir. Na dann, Denzer, brauchst du nach dem Einsteigen ja nur noch brav im Hänger bleiben und nicht mehr rausstürmen, sobald ich die Stange zumachen möchte. Und dann auf zum Pirelli-Training am 15. Juli ins Festschloss Schlosshof im Machfeld mit Pirelli-Instruktorin Nina Isiedler. Schreibt uns auf Insta, Facebook oder an julia@auftrab.eu, wenn ihr mit dabei sein wollt und vielleicht Denzer und Velvet persönlich kennenlernen wollt. Und vielleicht auch mich. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Um Schritt und Trab ging es in der letzten Auf Trab-Folge mit Sibylle Wiemer. In dieser Episode widmen wir uns den korrekten Galopphilfen. Schließlich soll Reiten ja harmonisch sein und keine Quälerei. Apropos, pünktlich zum großen Pferdeturnier Gio in Aachen, wo im Vorjahr leider ein Pferd bei einem Hindernis schwer stürzte und eingeschläfert werden musste, fordert die Tierschutzorganisation PETA erneut den Verbot der Veranstaltung sowie den generellen Verbot des Reitsports. Pferde würden als Sportgeräte missbraucht. Zum Thema, ob Reiten Tierquälerei ist, kann ich euch nur die frühere Auf Trab-Podcast-Episode Haut drauf ans Herz legen, zu der ich in den Shownotes auch direkt wieder verlinke. Hier diskutiere ich mit Britta Schöffmann, Horst Becker und Mike Geithner über Tierquälerei im Reitsport. Hier sind ein paar Ausschnitte aus der Podcast-Episode. Das ist eine Katastrophe fürs Reiten, weil es sowieso in den letzten Jahren immer mehr kritisiert wird, teilweise auch kritisiert von Menschen, die nicht viel Ahnung davon haben und alles über einen Kamm scheren. Und man als Reiter schon manchmal das Gefühl hat, oh Gott, man ist ein Tierquäler. Andi Weiß, vom Rennsport her, man sagt immer, ja, und die werden zum Laufen geprügelt. Also sage ich immer auf meinen Kursen, Leute, kann ich eins sagen, ein Rennpferd kannst du nie zum Laufen prügeln. Die das mit Liebe und mit Leidenschaft machen, die müssen sich mehr zusammentun und die müssen mehr zeigen, was heißt es, ein Pferd zu besitzen, ein Pferd auszubilden. Diese Liebe, diese Passion, das, was zurückkommt. Ja, ich will einfach, wenn ich nach 2 Wochen Kurstour auf mein Pferd steige, wie über eine leere Hose, und ihn ein bisschen bewege und steige ab, dann schweigt er. Wenn ich aber eine Stunde oder 1,5 Stunden dynamisch durchs Viereck geflogen bin mit ihm und wir haben schöne Sachen gemacht und ich steige ab, dann blubbert er mich an. Er hat Freude, das zu tun, weil er es versteht, weil er es leisten kann, was gefragt ist. Und dann ist das wie für uns, wenn wir aus dem Fitnessstudio gehen und wir haben unseren Job da gut gemacht, dann fühlen wir uns gut. Und so fühlt sich das Pferd gut. Und so fühlt sich das Team Mensch-Pferd gut. Und diese Sachen müssen mehr in den Vordergrund. Das Problem ist, dass die Leute, die die Medienmacht haben, schlechte Nachrichten einfach besser verkaufen als gute. Das ist einfach der Punkt. Diese romantische Vorstellung von wir lassen alle Pferde frei ist natürlich auch Schwachsinn. Irgendwann sind die Pferde vielleicht noch im Zoo, aber da sind ja Tierrechtler auch gegen. Der Zoo wird dann irgendwann auch noch verboten und dann können sich vielleicht unsere Ururenkel digital auf dem Computer angucken. So war das damals mit den Pferden. Ich weiß nicht, wollen wir das alle oder wollen wir nicht viel mehr dafür kämpfen, dass die Menschen, die mit Pferden und Reiten nichts zu tun haben, diese Faszination, die zwischen und auch die Liebe zwischen Pferd und Mensch, also das wer einmal wirklich ein Pferd sein eigen genannt hat und nicht völlig abgebrüht ist und wirklich, wie viele haben kaum Geld und kriegen das irgendwie hin, dass die nächste Tierarztrechnung bezahlt wird und dass es dem Pferd gut geht. Davon redet kein Mensch. Es wird immer nur irgendwas, wenn mal wieder was gegen die Regeln ist, wird groß, breit getreten. Und ich finde es immer schlimm, dass auch die Reiterszene sofort den Knüppel hochnimmt und auf alles draufhaut, was vermeintlich nicht okay wäre, sondern also
da wünschte ich mir einfach so ein bisschen mehr Zusammenhalt auch. Ich persönlich finde Reiten grundsätzlich keine Tierquälerei, wenn wir auf unsere vierbeinigen Freundinnen eingehen, sie genau beobachten. Dazu habe ich eine auf Trab Podcast-Folge Schmerzerkennung bei Pferden mit Paul Artmann aufgenommen. Und wenn wir nicht überehrgeizig sind und vor allem nicht unser Programm ohne Rücksicht auf unsere Pferde abspulen, nur weil wir jetzt an einem Kurs, einem Turnier oder sonst wo teilnehmen wollen oder unbedingt stundenlang ausreiten wollen, weil gerade Wochenende ist. Was meinst du, Dancer? Naja, gut, zurück zum eigentlichen Thema dieser Folge mit Trainerin Sibylle Wiemer, die richtigen pferdegerechten Galopphilfen. Dann sind wir beim Galopp. Wie schauen denn da die Hilfen aus? Da haben wir jetzt erstmal eine Reitweisenabhängigkeit. Wir setzen mal wieder voraus, das Becken bewegt sich von hinten nach vorne oben. Der erste Galoppsprung wird schön begleitet. So, und jetzt ist nur die Frage, wo geht's Gewicht hin? Es gibt Reitweisen, die sagen, ich sitze auf dem äußeren Sitzbeinhöcker, damit der innere sich nach vorne oben frei bewegen kann. Es gibt aber auch welche, die sagen, ich sitze eher innen, um das innere Hinterbein mehr zu belasten. Und ihr merkt schon, ich bin mittlerweile eher bei dem Äußeren, habe aber für mich festgestellt, vielleicht weil ich so viele verschiedene Reitweisen auch immer wieder unterrichten muss und darf, dass ich meinen Reitschülern einfach sage, sitz doch erstmal neutral, aber nimm mal voraus, wie fühlt sich der erste Galoppsprung an? Das Pferd stellt sich auf sein äußeres Hinterbein. Alle drei anderen Beine bewegen sich nach vorne oben. Das heißt, der Widerrist kommt hoch, der Rücken kommt hoch, das Genick kommt hoch und dann entsteht der erste Galoppsprung. Ich sage immer, Sissi reitet ein Bärchen auf. Das ist ja in Österreich sicher gut zu verstehen. Also mit anderen Worten, stolz und schön, einen steilen Berg hoch. Also so ein leichter Hügel reicht nicht, sondern es muss ein steiler Berg sein, dass man dieses Gefühl vorausnimmt, dass das Pferd so vorne hochkommt und dann weiter galoppiert. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wenn das Pferd vorne hochkommt, die meisten Reiter aus, ich glaube, ich bin da selber auch nicht ganz von befreit, die meisten Reiter so ein Mini-Ding nach vorne kommen. Ideal wäre natürlich, wenn der Reiter sich nur so weit nach vorne mit dem Oberkörper bewegt, dass er insgesamt senkrecht bleibt. Mhm. Wenn ich aber Fotos angucke, und ich mache ja nebenbei sehr viele Fotos und habe eine sehr gute Kamera und sehr schnelle Kamera auch, dann weiß ich, das ist leider nicht so. Also gute Galoppsitzbilder zu kriegen, ist echt immer eine Voraussetzung, weil der Reiter eigentlich immer entweder vorn überhängt oder hinten überhängt, weil er mit dem Oberkörper diese Schwankbewegung mitmacht. Mhm. Und das soll ja nicht. Eigentlich sollte, in Anführungsstrichen, wir das Buch auf den Kopf tragen können. Also, weißt du, so wie Afrikaner einen Eimer auf den Kopf tragen können. Und wir wissen aber alle, das können wir gar nicht, weil wir da so ins Schwanken geraten. Ne? Mhm. Also die Beweglichkeit des Beckengürtels ist im Galopp ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Ich sitze erstmal neutral. Wenn ich mich vom Pferd bewegen lasse, dann ist der Moment, wo es auf dem äußeren Hinterbein steht und die drei anderen Beine sich nach vorne oben bewegen, belaste ich für den Moment meinen äußeren Sitzbeinhöcker etwas mehr. Dann wechselt das Pferd in die Diagonale, dann in Anführungsstrichen kommt es ja vorne auch schon wieder runter. Und der Moment, wenn es auf dem inneren Vorderbein steht, das ist der Moment, wo mein Becken immer noch aufrecht sein soll, wo mein Hüftgelenk in Anführungsstrichen für diese Galoppbewegung maximal gestreckt ist, also nicht maximal gestreckt ist, was seine eigene Beweglichkeit angeht, aber eben in der Streckung ist. Und das Pferd fußt dann ab, geht in die Schwebephase und das wiederholt sich. Das heißt im Grunde, die Diagonale, die das Pferd durchlebt, jetzt, ich bin gerade in Gedanken im Linksgalopp, von hinten rechts über die Diagonale nach vorne links, das erlebt mein Becken ja in dem Sinne auch. Mhm. Damit fahre ich eigentlich sehr gut. Also mit anderen Worten, ich bin, was Gewichtshilfe angeht, sehr neutral unterwegs, weil ich das Gefühl habe, man kann Pferden wirklich beides beibringen. Die einen lernen das und die anderen lernen das und irgendwie funktioniert es ja. Mhm. Also kann ich ja nicht das eine oder andere verurteilen.
dann ist wieder die Frage, wie galoppiert das Pferd an? Es gibt Reitweisen, und das wissen wir letztendlich spätestens, wenn wir Machettis und kleine Ponys im Schulbetrieb beobachtet haben. In dem Moment, wo irgendjemand das äußere Bein nach hinten legt, galoppieren die Pferde an. Da kann man jetzt wieder sagen, das ist falsch. Man kann aber auch sagen, ja, offensichtlich ist es möglich, dem Pferd beizubringen, auf das Zurücklegen des äußeren Beines anzugaloppieren. Wir haben aber auch Reitweisen, die sagen, wenn es auf dem äußeren Hinterbein steht, in Anführungsstrichen, wollen wir durch Treiben dem Pferd klar machen, machen großen Sprung nach vorne, also mit anderen Worten, Fuß mit dem inneren Hinterbein weit nach vorne unter den Schwerpunkt. Jetzt ist für mich wieder die Frage, kann man das neutralisieren? Und meine Antwort ist wieder ja. Ich finde es durchaus gerecht, wenn ich mit dem inneren Bein sage, jetzt Galopp, und das äußere Bein sagt meinem Pferd, du, das wird kein Seitwärts, sondern das wird Galopp. Also mit anderen Worten, dass im Grunde beide Beine angaloppieren. Ich glaube aber definitiv, dass es, also zumindest für mich jetzt von der Leger-T und von der FN-Reitweisen vom Konventionellen her, dass das innere Bein beim Angaloppieren wichtig ist. Also mit anderen Worten, ich kenne jetzt kein Pferd, was nicht aus dem Westernreiten kommt. Das ist die Ausnahme, was nur über den äußeren Schenkel angaloppiert. Alle anderen brauchen aus meiner Sicht den inneren Schenkel mit. So, und dann ist die Frage, was machen die Hände? Und die Hände, das ist ja das richtig Spannende. Wenn man einem Reiter fragt, welche Bewegung macht deine Hand im Galopp? Dann zeigen sie im Grunde alle einen Kreis, der überm Widerrist nach vorne geht, dann geht die Hand nach oben und dann geht sie wieder runter zum Widerrist zurück. Das heißt, das ist so eine Ei-Bewegung auf dem Widerrist, also erst nach vorne, dann hoch, dann nach hinten und runter. Die Kreisbewegung. Also im Grunde drehen sich die Hände Richtung Bauch des Reiters. Und wenn man das so laut ausspricht, sie drehen sich Richtung Bauch des Reiters, dann wissen wir schon, das ist es eben nicht. Ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, dass meine liebe Eva Römer, die mir das Reiten beigebracht hat vor über 50 Jahren, als ich dann den Zügel in die Hand bekam, sie mir sofort sagte, es ist eine nach vorne oben Bewegung. Von runter kommt die Hand von allein, da brauchst du nichts machen. Es ist eine nach vorne oben Bewegung. Also mit anderen Worten, die Hand geht sozusagen vor dem Bauch des Reiters nach vorne und dann senkt sie sich und kommt wieder zurück. Und wie gesagt, das wieder zurück braucht man sich nicht kümmern. Es ist im Grunde vom Reiter gefühlt ein Rückwärtskreis. Jetzt würde man wieder sagen, na, das kann ja gar nicht stimmen. Und da kann ich nur sagen, doch, doch, die Biologie hat es wieder mal bewiesen. Die haben Pferden in allen Gangarten Leuchtdiolen ans Maul gemacht. Also von vorne, von hinten und auch an die Beine, damit man den Zusammenhang sehen kann. Und dann hat man Pferde im Dunkeln longiert, das ist ja überhaupt kein Problem, oder reiten lassen. Also Pferde sehen das ja, ne? Dass man die Leuchtdioden gut sehen könnte. Und es ist tatsächlich so, dass gerade bei freilaufenden Pferden dieser Kreis sehr deutlich sichtbar ist. Das Pferd rollt sich an nach vorne oben und kommt wieder runter und nach vorne oben und kommt wieder runter, nach vorne oben und wieder runter. Und es ist eben nicht andersrum. Und die Bewegung von vorne gesehen ist im Schritt und Trab eine liegende Acht. Im Galopp ist sie keine liegende Acht, aber im Schritt und Trab ist sie eine liegende Acht. Im Schritt sehr ausgeprägt, vor allen Dingen am hingegebenen Zügel, aber im Trab eben dann nur noch ganz, ganz wenig und ganz, ganz schmal. Das heißt, wenn ich Reiter habe und die sagen, ich kriege mein Pferd im Galopp nicht vorwärts oder sowas, dann gucke ich mir die Handhaltung an. Und das, was fatal ist an diesem Falschrum der Hände, ist, dass die Parade in dem Sinne, also mit anderen Worten, wenn das Pferd auf dem vorderen inneren Bein fußt, das ist ja der Moment, wo die Hand sozusagen auf dem Widerrist wieder ein Stück zurückkommt und dann wieder leicht nach oben kommt. Lange Rede, kurzer Sinn, das leicht zurück ist der Knackpunkt.
das leicht zurück ist, wenn das Pferd auf dem inneren Vorderbein fußt. Und wenn wir das wieder laut sagen, dann wissen wir, dass das kann nicht richtig sein. Die Parade, die eigentliche Parade, das Annehmen des Zügels muss kommen, wenn es auf dem hinteren Bein fußt, hinten außen fußt. Und wenn das vorne ist, wenn das Pferd vorne fußt, dann muss die Hand in der Vorwärtsbewegung sein, weil sonst das Pferd sich ja bei jedem Auffußen des inneren Vorderbeins im Grunde einen Ruck im Maul abholt. Okay. Das kann man sehen, wenn man mit dem Handy eine Zeitlupenaufnahme vom Reiten macht, dann sieht man das ganz deutlich. Das heißt, in welche Richtung bewegen sich jetzt die Hände? Kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt Rollstuhlfahrer wäre, ich würde nach hinten rollen mit den Händen oder nach vorne rollen? Das ist ein gutes Beispiel. Der Rollstuhlfahrer, wenn der nach hinten rollt, das ist ein super Beispiel, dann rollt der Rollstuhl. Und das ist genau das, was beim Galopp nicht passieren kann. Sondern es ist, die Hand kommt von hinten und geht nach vorne oben. Diese Bewegung, es ist eine Vorwärtsbewegung der Hand. Das ist ein super Beispiel. Vielen Dank, das Julia. Das heißt, dass ich roll... okay. Ja. Na, aber so kann ich es. Ich arbeite immer gerne in Bildern. Und also praktisch, ja, ich roll nach vorne mit dem Rollstuhl und das ist die Handbewegung. Ja, der Punkt ist ja, jetzt kommt es ja, jetzt ist ja das Spannende. Der Punkt ist ja, dass unsere Hände gar nicht groß was machen müssen. Ja. Sie müssen nur die Galoppbewegung des Pferdes zulassen und sich mit gleichbleibendem Abstand über dem Widerrist mit dem Pferdemaul gemeinsam bewegen. Und dann passiert diese Bewegung ja von alleine. Mhm. Es ist ja nicht, dass wir eine Handbewegung machen sollen, sondern es geht nur darum, dass wir das Pferd eben nicht durch ein Zurückziehen der Hand in dem Moment, wenn wir gerade in diesem maximal blöden Moment sind mit dem Fußen des inneren Vorderbeins, wenn die jetzt alle zugehört haben, kann ich nur sagen, sucht euch mal jemanden, der euch beim Galoppieren filmt und dann guckt ihr euch das Foto für Foto an, das geht ja auf den modernen Handys und dann seht ihr diese Bewegung und dann seht ihr auch, der maximal schwierige Moment für uns Reiter ist, wenn das Pferd gerade auf dem vorderen inneren Vorderbein ist. Mhm. Und dann soll die Hand vorne sein, aber die Schulter soll hinten bleiben und dann fußt das Pferd wieder, also dann geht das Pferd in die Flugphase, fußt wieder auf und dann da dürfen wir die Parade geben, weil dann gefühlt die Hand durch das Anheben des Vorderpferdes weiter oben ist. Mhm. Okay. Das hört sich jetzt irre schwierig an, aber ich schwöre euch das, wenn ihr euch das in einem Video anguckt, ihr werdet es sofort sehen. Was? Und ich glaube, es wird, wenn man das sich einmal selber filmen lässt, wird es noch mal viel deutlicher. Und der Punkt ist einfach, wir müssen den Mut haben, diese Idee zu haben, dass mit jedem Galoppsprung unsere Hand mit angehoben wird. Wir können nicht erwarten, dass das Pferd vorne hochkommt, wenn wir die Hand runterdrücken. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Viele Dinge, das haben wir jetzt mehrmals eigentlich angesprochen. Da, jetzt darf man nicht wie ein Wahnsinniger nach vorne rollen mit den Händen, nee, sondern viel nein. einfach die Bewegung mitmachen vom Pferd. Und deswegen hilft es ja, also mir zum Beispiel persönlich hilft es, wenn ich im Bauch oder in meinem Schwerpunkt mitgaloppiere, wenn ich einfach nur meine Gedanken anstrenge, dass ich, jetzt will ich galoppieren oder traben, dann mache ich das in meinem Schwerpunkt oder in meinem Bauch, stelle ich mir das vor, wie ich trabe und galoppiere. Also wie gesagt, vieles ist eigentlich nur die Kraft des Denkens und muss nicht unbedingt dann auch ausgeführt werden, weil das sind ja, wie du sagst, nur kleine Bewegungen, die man mit... Es ist dieses Zulassen, ne? Mhm. Es ist so ein Zulassen, ne? Mhm. Was dann wichtig ist, ist zum Beispiel, manche von uns haben noch gelernt, Knie zu im Galopp. Ja. Das ist fatal, ne? Weil wenn wir die Knie zumachen, können sich das Becken nicht mehr frei bewegen. Wenn das Becken sich nicht mehr frei bewegen kann, können die Hände sowieso nicht mehr begleiten. Mhm. Das heißt, manchmal ist es so, wenn jemand jetzt vielleicht ist zu Hause und sagt, ich will das jetzt mal ausprobieren, ich reite jetzt mal los und guck mal. Ja, kann alles sein. Und dann kann es sein, dass er an so einen Punkt kommt, wo er sagt, wieso kriege ich denn meine Hände nicht locker? Und dann ist meine erste Frage, bist du sicher, dass deine Beine locker sind? Und dann müsste man gezielt erstmal Übungen machen, um die Beine im Galopp locker zu machen. Mhm.
Weil wir können nicht erwarten, dass der Mensch mit den Händen frei agieren kann, wenn er die Beine zuklemmt, um überhaupt auf dem Pferd zu bleiben. Ne? Gut, Sibylle, jetzt haben wir alle drei Gangenarten durch. Jetzt ist vielleicht noch das Wichtigste der Halt. Also wie komme ich eine ganze Parade, wie funktioniert das? Du, das können wir jetzt kurz machen. Bei mir ist das Bauch, Beine, Po, Ausatmen, Hand. Funktioniert 1a. Also ich sag dir ganz ehrlich, halbe Parade ist mein Bauchnabel. Ich weiß auch meine Pferde, auch mein Kaltblüter oder mein mittlerweile 30-jähriger Haffi, die nehmen sich alle zurück auf den Bauchnabel. Das funktioniert super. Beine, Po, ich bin sowieso eher der wabbelige Reiter, also meine Beine, Po mache ich selten fest, aber ich finde es auch gut, noch mal einmal kurz dahin zu gucken, sind Beine und Po locker. Mhm. Und ausatmen, mal ehrlich, ich kenne so viele Menschen, gerade die, die so ein bisschen aus auch aus so Freizeitreitweisen kommen, so wie Regen oder FVFD oder so, die parieren fast alle auf Ausatmen durch. Und ich stelle fest, wenn man das mit einem Pferd, was das bis dato nicht kann, 5, 6, 7, 8, 9 Mal wiederholt, komischerweise dann klappt's. Und in der Regel ist es so, dass wenn das irgendwann ist der Moment da, wo der Reiter den Bauchnabel einmal anspannt und wieder loslässt und das kommt zurück und er fängt an nachzutreiben, da sage ich, hey, nicht mehr treiben, das ist doch super, das Pferd ist doch schon fast angehalten. Ne? Und ja, und dann kann man ja halt so Sachen dazu nehmen, dass man so ein bisschen an der Stellung arbeitet, wenn das Pferd sich schief hinstellt oder so, dass man so einen kleinen Schulter-Idee da reinbaut oder sowas. Das kann man dann aber gut machen, weil wenn keiner mit dem Ganzen nichts zu tun hat, das ist dann auch stresslos, ne? Also das klappt gut. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Ja, vielen, vielen Dank, Sibylle, dass du uns wieder so viele Hinweise gegeben hast, an denen wir arbeiten können, was wir vielleicht im Unterbewusstsein machen, was aber eigentlich falsch ist. Ja, danke. Und ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt, weil wir sitzen gerade alle nicht auf dem Pferd. Ne? Es wäre ein bisschen leichter, wenn wir sozusagen alle auf einem Pferd sitzen würden, weil dann kann jeder für sich mal so testen. Ne? Aber ja, vielen Dank, Julia, dass ich wieder dabei sein durfte. Und wir hören uns wieder. Wir hören uns wieder. Tschüss. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Yeah.